Hier, ne? Wenn es um Ernährung und Fitness geht, dann wollen ja viele Menschen am besten immer die magische Formel haben, wenn sie abnehmen möchten. Und ich kann euch versprechen, dass es diese magische Formel natürlich nicht gibt, mit der man in 2 Wochen oder in 3 Wochen zum Sixpack kommt. Ganz egal, was die Abnehmindustrie natürlich dazu zu sagen hat. Aber wie ist es denn eigentlich beim Investieren? Gibt es nicht da vielleicht eine magische Formel, anhand derer man ganz einfach den Markt outperformen kann? Ja, sagt Joel Greenblatt von der Magic Formula. Und diese ist einer der quantitativen Investmentstrategien, die wir uns im Rahmen dieser Videoserie anschauen werden. Also gehen wir mal ins Büro und schauen wir uns an, ob es tatsächlich eine magische Formel des Investierens gibt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und wie gesagt, die Magic Formula ist zurückzuführen auf Joel Greenblatt. Das ist ein US-amerikanischer Fondsmanager und Professor an der University of Columbia. Und er führt diese magische Formel im Endeffekt nur auf 2 wichtige Kennzahlen zurück, anhand derer man tatsächlich dann die Entscheidung trifft, welche Aktie man kauft und wann man sie eventuell verkauft. Und das Ganze führt er zurück auf Benjamin Graham, den Urvater des Value Investings, und auf Warren Buffett. Er sagt, Graham sagt ja immer, finde raus, was etwas wert ist, aber zahle dann nur die Hälfte dafür. Sprich, er sagt sich, okay, wir gucken jetzt uns mal an, wie viel ist dieser rote, schöne Pickup-Truck hier wert. Nehmen wir mal an, der ist vielleicht noch $5.000 wert. Und dann zahlst du aber, wenn du den kaufen möchtest, nur $2.500 dafür. Und diese Kennzahl, die Joel Greenblatt dafür dann anwendet bei der Magic Formula, ist die Gewinnrendite. Die ist auch ganz einfach auszurechnen, denn es ist einfach nur das Gegenteil des KGVs, wo man beim KGV ja den Kurs nimmt und dann dividiert durch das Gewinn. Also entweder ihr könnt die Marktkapitalisierung nehmen durch den Reingewinn oder eben halt das Ganze pro Aktie, ist vollkommen wurscht. Macht man das bei der Gewinnrendite genau umgekehrt. Kleines Beispiel, nehmen wir mal Disney. Im März 2017 kostet die Disney-Aktie ungefähr 105 Euro, habe ich gestern nachgeschaut. Und der Gewinn 2016 im letzten Jahr betrug 5,35 € pro Aktie. Jetzt nehme ich also diese 5,35 €, teile das durch die 105 Euro und habe somit eine Gewinnrendite von 5,1%. Jedoch nimmt Greenblatt für die Gewinnrendite eine etwas andere Kennzahl. Er nimmt sich nämlich nicht die Marktkapitalisierung ran, sondern den sogenannten Unternehmenswert, auf Englisch Enterprise Value. Dieser enthält einfach ein bisschen mehr noch als die Marktkapitalisierung, weil hier noch die Schulden des Unternehmens mit berücksichtigt werden, zum Beispiel bei Fremdkapitalgebern, Anleihen, Gläubigern, Banken und Kreditgebern und so weiter und so fort. Und er nimmt sich auch nicht den Reingewinn, sondern das EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Warum? Weil wenn er statt jetzt Gewinn pro Aktie durch Kurs pro Aktie das EBIT des Unternehmens nimmt und das dann dividiert durch den Enterprise Value, dann kann er anhand von dieser Gewinnrenditenkennzahl auch Unternehmen vergleichen, die andere Kapitalstrukturen haben, zum Beispiel andere Fremdkapitalquoten und so weiter und so fort. Und deswegen wird hier als Gewinnrendite EBIT durch Enterprise Value genommen. So, und jetzt kommen dann auf einmal Warren Buffett und Charlie Munger an und sagen, stopp, ja, nur weil etwas günstig ist, reicht es noch lange nicht, um ein gutes Investment zu haben, weil wir brauchen auch eine gute Firma. Und dafür nimmt Greenblatt die zweite Kennzahl, nämlich die Kapitalrendite. Hierfür gibt es die unterschiedlichsten Berechnungsformen. Man kann zum Beispiel Kapitalrendite ausrechnen, indem man einfach den Jahresüberschuss dividiert durch das Gesamtkapital.
Es gibt dann aber auch noch etwas spezifischere Formen, zum Beispiel das Return on Invested Capital, wo man oben im Zähler noch die Dividenden beispielsweise abzieht. Dann gibt es noch unterschiedlichere Berechnungsweisen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die ganzen einzelnen Berechnungsweisen eingehen, aber ich empfehle dir mal die Seite weltderbwl.de. Das ist eine super coole Seite, im Prinzip wie so eine Art Wikipedia, wo man ganz viele von diesen Begriffen anhand von vielen interessanten Beispielen erklärt bekommt. Und ich selbst, der bei Bilanzanalyse nicht jemand ist, so wie Warren Buffett, dem das total liegt und der immer alles auf den ersten Blick gleich versteht, habe diese Seite schon sehr oft dafür verwendet. Dazu aber nur nebenbei was. Und ja, dann guckt man sich also die Kapitalrendite an, guckt sich auf der anderen Seite die Gewinnrendite an und dann rankt man einfach die Unternehmen, die zur Auswahl stehen, anhand dieser beiden Kennzahlen. Natürlich, je höher die Kapitalrendite ist, desto besser, desto mehr steigen die Unternehmen natürlich auf in der Bewertung und je höher die Gewinnrendite ist, desto besser. Jetzt gibt es allerdings noch einige Ausschlusskriterien nach der Greenblatt Magic Formula. Und zwar als erstes Unternehmen unter 50 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, die kommen nicht hier mit rein, also einfach zu kleine Firmen. Dann ein weiterer Punkt, Banken werden hier auch nicht berücksichtigt, da laut Greenblatt diese für eine klassische reine Kapitalrenditenbewertung und Gewinnrenditenbewertung nicht in Frage kommen. Und auch Versorger sind laut Greenblatt hier nicht mit dabei, also so diese klassischen Energieversorgerunternehmen wie E.ON, RWE. Und zwar aus dem Grund, weil die zu stark reguliert werden und nicht den normalen kapitalistischen Gesetzen im Prinzip ausgesetzt sind. Ja, ihr könnt euch auch mal ein sehr interessantes Interview mit Greenblatt angucken auf YouTube. Ich verlinke es hier unter diesem Video. So, kommen wir jetzt mal wieder zur Praxis und dann natürlich auch zu den Vor- und Nachteilen von dieser Strategie. Ich habe mich jetzt mal gerade hier angemeldet auf magicformulainvesting.com. Da kann man eigentlich kostenlos sich hier anmelden und einfach die Stock-Screener dafür auch verwenden. Schon mal eine ganz coole Geschichte. Und dann kann man hier die Minimum-Marktkapitalisierung einstellen. Man kann hier auswählen, ob man 30 oder 50 Aktien hier angezeigt werden möchte, haben möchte. Und dann sehen wir hier zum Beispiel ganz oben, aktuell steht hier AMEC Pharmaceuticals, ja, AMC Networks. Ich glaube, AMC Networks, die machen ja Walking Dead zum Beispiel, ne? American Outdoor, oh nee, das ist, glaube ich, AMCs oder ABC? Nee, AMC Walking Dead, genau. American Outdoor Brands Corporation, Argan Inc., Avid Technology und so weiter. Das sind dann alle Firmen hier, die gerankt sind nach Kapitalrendite und nach Gewinnrendite. In der Praxis läuft das Ganze dann so ab, dass man sich ein Portfolio erstellt mit mindestens 20, besser aber 30 Unternehmen und dass man die natürlich hier gerankt wurden und dass man dann einmal im Jahr das Ganze rebalanced, also einmal im Jahr halt die Unternehmen dann rauskickt, die nicht mehr eine gute Gewinn- und Kapitalrendite ergeben, beziehungsweise wo der Screener dann vielleicht Unternehmen hat, die mittlerweile eine bessere haben. Das heißt, einmal im Jahr muss man das Ganze rebalancen und das war's schon. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Vor- und Nachteilen. Vorteil, wieder ganz klar, die Emotion wird hier komplett rausgenommen. Man investiert nach diesem System und nach sonst nichts. Ja. Nachteil, ja, wenn man sich hier die Seite so ein bisschen anschaut, sieht man es im Endeffekt schon. Also ich kann das Ganze natürlich auch erst ab einer gewissen Depotvolumengröße auch machen. Wenn ich jetzt mindestens 20 Aktien brauche, dann ist natürlich logisch, dass ich das Ganze nicht irgendwie mit 5.000 Euro machen kann, sondern erst so ab 20, besser 40.000 Euro überhaupt erst diese Strategie wirklich anwenden kann. Warum ist das so wichtig? Weil es nicht reicht, das ist ein ganz zentraler Punkt der Strategie, einfach sich 5 Aktien rauszusuchen, weil ganz viele von diesen Aktien, die so eine gute Bewertung haben, sind so nicht so unbedingt sexy Aktien, die gerade von allen gehypt werden und so. Und es kann sein, dass mehrere von diesen Aktien sehr, sehr schlecht performen und diese Strategie laut Greenblatt nur funktioniert, weil aus der Gesamtanzahl halt einige Unternehmen dabei sind, die hervorragend performen werden, aber man ja vorher nicht genau weiß, welche es sein werden. Deswegen ein ganz klarer Nachteil, man kann diese Strategie erst ab einer gewissen,
kapitalistischen Stufe auch anwenden. Ein weiterer Nachteil, der aber ganz normal ist, ist der, dass diese magische Formel nicht jedes Jahr den S&P 500 outperformen wird, laut Greenblatt. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum viele Leute diese Strategien nicht lange anwenden, weil es durchaus mal sein kann, dass es 1, 2 oder sogar 3 Jahre gibt, wo man mit dieser Strategie schlechter abschneidet als der Gesamtmarkt. Und Greenblatt selbst sagt, dass er sich deswegen auch überhaupt keine Sorgen macht, dass die Magic Formula immer bekannter wird und alle Leute, die irgendwann anwenden, bis sie dann irgendwann natürlich nicht mehr funktioniert. Das ist ja immer im Aktienmarkt, weil einfach die meisten Leute schon nach 1, 2 Jahren wieder aussteigen, dann sie aber definitiv nicht funktioniert. Das heißt, sie funktioniert nur, wenn man sie ganz strikt und langfristig anwendet mit 5 Jahre oder 10 Jahre Anlagehorizont und nicht irgendwie, wenn man 1 bis 2 Jahren sagt, boah, ich brauche dann mal einen Urlaub, deswegen wende ich jetzt mal die Magic Formula an und habe ich automatisch eine Outperformance. Ja, aber ihr könnt euch ja die Seite mal selber anschauen. Ich verlinke sie auch unten drunter, Magic Formula Investing, und dann euch euer eigenes Bild nochmal machen. Aber generell wisst ihr jetzt schon mal, worum es geht bei dieser Strategie. Ich erstelle natürlich wieder Timestamps unten hier in den YouTube-Kommentaren. Dann könnt ihr immer sehen, falls ihr nochmal was nachschauen wollt, wo ist eigentlich jetzt was genau gesagt, weil der Kolja, der labert immer so viel und dann weiß man manchmal gar nicht, ob man das ganze Video nochmal anschauen sollte. Wahrscheinlich eher nicht. Oder ihr könnt übrigens auch bei YouTube hier unten rechts, es geht glaube ich aber nur am Desktop, da könnt ihr auch die Geschwindigkeit verstellen. Da könnt ihr also zum Beispiel auf 1,5-fache Geschwindigkeit und so weiter machen. Das mache ich ganz oft auch, ja. Außer natürlich bei den Jennifer Lawrence Pornos. Okay. So, und jetzt mal wieder als kleines Fazit, verfolge ich selbst etwa die Magic Formula Strategie oder was halte ich persönlich davon? Nun ja, ich muss sagen, ich habe sie bisher nicht angewendet und deswegen kann ich auch aus meinem eigenen Depot und von meiner eigenen Performance nichts darüber erzählen. Ihr müsstet also selber mal recherchieren und gucken, was andere Menschen mit dieser Magic Formula bisher an Performance erzielt haben und das Ganze natürlich immer so mit Backtests eher kritisch betrachten, weil ihr wisst ja, wie das ist. Hätte man damals mit dieser Formel so und so investiert, dann würde man jetzt so und so. Aber ihr wisst ja, wie Stromberg das schon gesagt hat, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Für mich zählen immer nur die Beweise im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn jemand mir sagt, hey, pass mal auf, hier ist mein Fonds, hier ist mein Depot, hiermit habe ich tatsächlich mit dieser Formel diese Rendite erzielt, dann können wir gerne weiterreden. Aber obwohl ich die Strategie selbst nicht anwende, da ich ja wie gesagt im Intro-Video im ersten Teil auch gesagt habe, dass qualitative Faktoren für mich eine große Rolle spielen, kann man trotzdem von der Magic Formula lernen. Alleine wenn man sich zum Beispiel bei der Webseite mal immer die aktuell interessantesten Unternehmen anschaut, dann können ja bereits diese gefilterten Unternehmen ein sehr, sehr, sehr interessantes Investment sein, wenn man sie beispielsweise weiterhin auch nach qualitativen Ansprüchen investiert. Das heißt, einfach zu Recherchezwecken ist das unglaublich brauchbar, denn die Gewinnrendite und Kapitalrendite sind natürlich trotzdem zwei unglaublich wichtige Faktoren für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Das heißt, ich wende die Strategie selber nicht an, aber als einige Inputfaktoren in die eigene Analyse, why not? Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht könnt ihr auch mal schauen, vielleicht gibt es ja auch Wikifolio, ein paar Leute, die da irgendwie ein Zertifikat auch nachbauen. Anhand der Magic Formula würde mich natürlich auch mal interessieren, was die so für Performance da abliefern. Und ansonsten, ja, macht euch eure eigenen Gedanken. Jetzt wisst ihr zumindest mal, was die Magic Formula ist. Ich verlinke euch auch gerne mal das Buch. Das Buch ist auf jeden Fall lesenswert, habe ich selber komplett durchgelesen. Und ansonsten, ja, schauen wir uns mal in der nächsten Strategie die berühmt-berüchtigte Leverman-Strategie an. Und da werde ich vielleicht sogar ein kleines Interview zuführen. Aber mal schauen. Jetzt sind wir erstmal hier fertig und genießen den rationalen Abend. Schöne Grüße und ciao.